What? Legendäre Nobel Dickel, der Stadionspieler von Borussia Dortmund hier im Fahrstand. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich fahre ja nicht irgendwo hin, wo jetzt alles unbekannt ist, sondern die Özil-Borussen kenne ich seit vielen Jahren schon und fahre ich natürlich sehr gerne hin. Wir BVB-Fans schwärmen natürlich alle von der gelben Wand. Was sagst du zu dieser Kulisse hier? Naja, es ist ein Benefitspiel und es sind viele Menschen gekommen und da sieht man mal, was man alles bewirken kann, wenn man eine gute Idee hat. Und es ist ja einfach erstaunlich, was da zusammengekommen ist. Da kann man nur zu gratulieren, einfach sensationell. Wie steht es mit der Borussia jetzt im Trainingslager? Alles in Ordnung? Kann man sich freuen auf Alltagsspiele? Wir sind gestern angekommen. Die Voraussetzungen in Bad Ragaz sind wie immer sehr, sehr gut. Und wir freuen uns, die neuen Spieler auch kennenzulernen, die ersten Interviews zu führen, wie ihr gerade. Und es wird sicherlich eine spannende Saison. Heute ist ja auch noch herausgekommen, dass ein wichtiger Spieler eines Konkurrenten den Verein verlässt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die kommende Saison und dass es richtig spannend wird an der Spitze der Bundesliga. Das wünschen wir uns alle, aber ich möchte eins nicht versäumen. Ich möchte den Özil-Borussen einfach nicht nur gratulieren, sondern auch mich im Namen des Vereins dafür bedanken, was sie im Namen unseres Clubs alles veranstalten, wie sie sich sozial engagieren. Das ist wirklich ein Beispiel, wie Fanclub-Arbeit aussehen kann. Und Johannes macht da einfach seit Jahren einen sensationellen Job und einfach toll.